Das kann man. Das kann ich. So schlimm? Du probierst das jetzt. Bitte, mach das bitte. Vernünftig. Boah. Vor allem, das geht nicht mehr. Der Geschmack geht nicht aus dem Mund raus. Der f*** dich. Wofür? Boah. In Gottes Namen. Digga. Wofür benutzt man das? Boah, das ist. Das geht nicht. Hallo ihr lieben Zuckergürkchen. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Und ich glaube, ehrlich gesagt... Was ist der Papst? Wer redet der? Wer macht das Hallo. Denn? Frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr. Ey, und ich sag euch, das ist das beste Video 2021. Ist auf jeden Fall so. Jetzt schon. Weil ich weiß ja, was wir machen. Ja, ist krass. Wir machen ein Ekelprodukt-Testvideo. Ihr kennt unsere Ekelvideos. Wir testen eure Ekelprodukte, die ihr uns mal vorgeschlagen habt. Und ich muss ehrlich sagen, es waren viele Enttäuschungen letztes Jahr, auch in den letzten Videos dabei, weil ihr uns schon ein bisschen enttäuscht habt. Ihr habt uns Sachen reingeschrieben, wo wir danach so dachten, wie so oft? Das frühstücke ich regelmäßig. Was ist denn daran ekelhaft? Ja, unsere Lieblingsprodukte, bei unseren Lieblingsprodukten Platz Nummer 1, das müsst ihr testen, das ist eklig. Ihr habt keine Ahnung teilweise. Ist uns aufgefallen. Dieses Mal bin ich mir zu 99,9% sicher, dass Gordon auf jeden Fall würgen wird und dass ich auf jeden Fall sehr nah dran sein werde. Meinst ich du aber sonst würgen, einen Würgereflex. Würgen im guten Sinne? Oder wie würde ich würgen? Was ist denn im guten Sinne? Ja, wenn du natürlich, weißt du doch. Nee, hast du ein Foto davon? Johannes, bitte einblenden. Ah, liebe Leute, so genug Sadomaso-Talk. Sehr gut. Ja, wir sind schon vorbereitet, wie ihr seht. Es wird wirklich sehr, sehr eklig. Und ein Stückchen Unge haben wir immer mit uns. Ne? Das ist ja die Skrotalbinde. Seine DNA drin. Damit werden wir uns die Augen verbinden. Und dann wird nach und an, wir haben uns das diesmal auch anders überlegt, weil vorher hatten wir es so, dass jeder eine Tüte hatte. Diesmal haben wir einfach alle Sachen in den Kühlschrank gestellt und jeweils einer wird dann zum Kühlschrank gehen, der andere wird sich die Augen verbinden und dann mit einer Sache überraschen. Ja, aber ihr habt doch alle Produkte schon gesehen. Haben wir nicht, wir haben noch nicht alle Produkte gesehen. Ja, wie habt ihr es? Ist doch egal, vertrau uns doch einfach mal. Wir haben alle Produkte schon gesehen, aber wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge. Warum sagst du ihnen das denn? Ja, weil ist das egal. Ja, okay. Wir haben es ja nicht probiert, nur weil wir wissen, was es ist. Jetzt sagen alle, Gordon ist ein Lügner. Stimmt auch. Jetzt wisst ihr es. Tschüss. Kannst du was sehen, Alushua? Nein. Sicher? Ja, aber das weißt du auch noch, weil das Ding drückt einem so doll auf die Augenäpfel. Mach das bitte nicht. Du siehst was, du siehst das was. Das drückt einem so doll auf die Augenäpfel, dass du die Augen gar nicht aufmachen kannst. What the fuck ist das wirklich? Was haben die Menschen sich dabei gedacht, frage ich mich. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, weil ich auch einfach keinen Bock habe. Hast du jetzt auch schon probiert? Nee, ich hab nur geguckt. Das glaube ich, ich habe einen Schlucken gehört. Jetzt sagen alle, Gordon ist ein Lügner. Ich bin sehr gespannt, wie dir das Produkt schmeckt. Weil wir gehen quasi leicht heute in das Video rein. Ja, ist auch netter, muss man einfach sagen. Mach den Mund auf. Wichtig, dass dir das Erlebnis erst im weißt Mund Weißt du, was ist. Ich glaube? Ich glaube, du... Egal, ich sag mal nichts. Mach zu. Mach doch zu! Du bist von... Hi, hi, bist du doch. Ich hab einfach Angst. Das muss ziehen ein bisschen, ist mir aufgefallen. Hä? Ja, nicht so schlecht. Lass es doch mal ziehen, bitte. Was heißt denn ziehen lassen? Ja, warte doch mal. Ich finde es auch gar nicht so schlecht. Hat ein bisschen komischen Nachgeschmack, aber ich finde es überhaupt nicht schlecht. Ja, auch nicht. Es schmeckt... Nach Zwiebeln, oder? Oder so? Nee, nach Zitrone. Es ist auf jeden Fall ein Aufstrich, oder? Ja. Ja. Geht schlimmer, hast du recht. Das muss ich auch sagen. Oh. Das ist der hier. Ich habe es mir fast... Oh. Ja. Aber es ist nicht so schlecht. Also es schmeckt noch ein bisschen tomatig auf jeden Fall, aber überhaupt nicht nach Bruschetta. Who are we kidding? Gibt schlimmere Produkte, glaube ich. Ja. Fängt natürlich noch gut cremiger. An. Wie viele Spätpunkte gibst du? Wir verbessern uns ja auch. Also das bedeutet, minus 10 ist dann das Schlimmste, minus 1 ist das am wenigsten Schlimmste und plus 1 bis plus 10. Das verstehen sogar die da. Ist halt die Frage, ob wir auch in Plus gehen dürfen. Ja. Ja, oder? Machen wir. Und dann ist die Skala nämlich... Und dann würde ich tatsächlich einfach mal sagen, es ist eine 5, eine 6. Du willst mit Plus? Ja. So gut! Also ich finde den nicht schlecht. Ja, okay, du hast recht, eine 4. Ja, guck. Aber also... Was soll denn das jetzt schon wieder? Siehst du? Aber ich weiß trotzdem, der hat ja schon gesagt, es ist ein easy Einstieg. Trust us. Ich kann nichts sehen. Ja, hör auf. Ich weiß, dass du da wieder mit deinem Dödel rumdödelst. Ui. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut geklappt. Okay, ich würde wirklich dir empfehlen, nur einen kleinen Schluck davon zu geben. Hast du schon mal probiert? Nee, aber es riecht komisch.
Ist es viel da drin oder wenig? Relativ viel. Nee, es macht es nicht. Nee? Uh-uh. So schlimm? Ich würde sagen ja, aber ich weiß ernsthaft? Es nicht. Ernsthaft? Also. Das ist einfach nur Essig, oder? Das ist das Ekelhafteste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Was ist das? Riech das mal, verdammt. Ich hab das schon gerochen, Mann. Aber krass, dass du es nochmal trinkst, dann scheint es ja gar nicht so schlimm zu sein. Es ist ungelogen, es ist widerlich, aber ich weiß nicht. Vor allem, nicht, mach mal das Ding ab, dann ist Brottrunk. Ja. Aber ich weiß es nur, weil du willst mich doch komplett verarschen, oder? Ist es Princess P? Ich hab's gemischt. Warum? Weil es besonders eklig. Ich wollte was Neues machen. Das wurde uns ja wirklich so oft empfohlen. Das schmeckt jetzt gar nicht so schlimm. Ich glaube, da sind einfach die... Das schmeckt tatsächlich nicht so schlimm. Weißt du was? Es schmeckt ein bisschen nach so Götterspeise. Nee, es schmeckt nach Essig. Mach jetzt mal das hier und mach mal wieder einmal Princess P erstmal. Diese wurden uns echt super oft empfohlen. Princess P, die Leute haben geschrieben, hey Princess P. Ekelhafteste der Welt. Geschrieben. Kann ich... Ja, Konsistenz ist auf jeden Fall sehr dickflüssig, mehlig. Ach, das schmeckt überhaupt nicht, verdammt. Das schmeckt ja richtig, das schmeckt überhaupt nicht. Ist einfach so, schmeckt nicht. Nee, aber es ist auch nicht schlimm. Again. Wann trinkst du das? Sag mir, wann du das benutzen würdest. Wir reden ja gerade von zwei Extremen. Wir reden ja von, wann ich das trinken würde. Nie, wahrscheinlich. Das Spiel ist auf jeden Fall eine 1, würde ich sagen. So schlimm gar nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, würde ich auch sagen. Ach, das ist alleine viel schlimmer. Hättest du mir das gegeben, wäre es viel schlimmer gewesen. Boah, das ist ja noch ekliger. Als Essig, ich mag das gar nicht. Das ist bei mir eine minus 2. Also ich würde es natürlich im Leben nicht trinken. Wollte gerade sagen, wofür, zum Waschen würde ich es nicht mehr benutzen, weil es so stinkt. Es stinkt halt wirklich sauer. Ich finde es halt was von Alkohol. Es riecht fast, aber es ist halt auch fermentiert, ne? Wofür benutzt man denn sowas? Das soll gut für die Verdauung sein. Also man trinkt das wirklich? Mhm. Nee, ich bleib dabei. Minus 2. Also bei mir ist es eine minus 3 oder sowas. Also schon, noch krasser schon als eklig. Noch. Princess P ist bei mir eine 1. Ist bei mir auch eine 1. Und das kann man sagen, wir haben minus 3, wir einigen uns darauf. Ja, minus 3. Boah. Das ist schon nicht schön. Nee. Was kommt jetzt? Lass dich überraschen. Lass dich überraschen, mein Junge. Okay. Alles klar, mach mal deine Dinge auf. Ist auf? Mhm. Ist. Ja. Wieso ist? Ist doch mal. Aber ist das für eine Schuhe, Mann? Ah, nee. Nee? Aber schlimm oder? Nee, nicht schlimm, aber einfach überhaupt nicht mein Ding. Das schmeckt einfach nach Barbecue-Schuhsohle. Ah. Noch eine Soße dazu. Das ist ganz gut eigentlich, glaube ich so. Boah, Alter. Ultra salzig. Boah, sehr salzig. Guck mal, ich habe mir noch so eine Salsa. Boah. Boah, nee. Boah, ist das salzig. Leckung. Boah. Nee, das ist so Salz oder sowas. Nee, das ist ein. Ach so. Das ist giftig. Ja, sehr gut, ich hätte das drauf gemacht. Das hätte ich dir mal aufmachen sollen. Also, ich glaube, wahrscheinlich würde das vielen sogar schmecken. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Ich finde, es schmeckt wirklich wie so Schuhsohle mit Barbecue-Soße. Mhm. Oder? Fasst ziemlich gut zusammen. Aber es ist nur Sojaprotein, Tomatenstücke, brauner Rohrzucker und Gewürze. Ja, ist okay tatsächlich. Mhm. Ja, voll geil. Was gibst du da? Also ich glaube, ich würde noch im positiven Bereich bleiben. Ja. Und ich würde, glaube ich, eine 3 geben. Mhm. Ich ist auch so. Ich habe jetzt so 2-3 Stückchen gegessen. Ich würde sagen, mehr kann ich nicht essen, aber war gut. Gut, dass da vorne ein Fahrrad drauf ist und so ein Sportsymbol nach dem Motto. Wenn du so einen Energieboost brauchst. Ja. Nimmst du ja schön Sweet Barbecue. Wie stellt man das aus? Dux. Maul auf. Boah, ist das eklig. Das ist das Schlimmste bisher. Nein, echt? Wach. Siehst du, und du hast doch gesagt, was ist denn daran so schlimm? Cashew-Joghurt, Mann, ich sag's dir. Das ist... Haferjoghurt. Boah, nee. Boah. Oh. Also ich mag's nicht, aber für mich ist das auf jeden Fall wieder das Ekligste.
Boah! Das schmeckt, wie kann man das essen? Ist ja gut eigentlich der Kokos? Ist der denn noch gut? Fermentiert, ja, den hab ich eben gekauft. Wasser, Hafer, Kokosfett. Der ist fermentiert aber. Nee, nichts auch. Fermentiert. Oh. Fermentiert. Ich glaube, deswegen schmeckt er auch so random. Schmeckt der gut? Nee. Gib von mir eine minus 5. Minus 4 bei mir. Minus einfach 4, nur was 5. anderes zu sagen. Gewinner. Bisher. Bist du bereit? Nee. Aber habe ich eine Wahl? 80 bereit. Hier, auch oft von euch empfohlen, beziehungsweise empfohlen. Hä? Eieieiei. Weiß ich nicht warum, aber wir werden es gemeinsam herausfinden. Ja, ich bin sehr gespannt. Bist du bereit? Ich sage nicht viel dazu. Außer Schluck. Beziehungsweise öffne den Mund. Wie mein letztes Date. Joa. Ist nicht gut? Nee. Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wie das nicht gut sein kann. Ich hab's noch nie gegessen. Boah, nee. Nee? Keine gute Kunde. Aber es ist auch nicht so schlimm, wie ich... Ich glaube, es war so ein bisschen der Ekelschock am Anfang. Doch, das ist wirklich strange. Aber es ist wirklich nicht gut. Boah, das schmeckt so sämig. Ja. Das ist der von Simply V, dieser Quark. Und alle Leute haben probiert immer, das voll eklig. Das ist wirklich nicht gut. Das Krasse ist, ich habe von... Es gibt... Aber was man sagen muss, ist, dass der von der Konsistenz am nächsten an Quark kommt. Schmeckt. Aber ich erinnere mich die ganze Zeit an... ich benutze immer den von... Sojade. Sojade. Und der ist einfach richtig gut. Der ist mega gut. Aber ist das Joghurt oder Quark? Das ist Quark. Ich weiß nicht mehr, wie Quark schmeckt. Ich glaube, es geht tatsächlich in so eine Richtung. Ich glaube nämlich, auch Naturquark wäre eklig. Deswegen, ich glaube, das schmeckt mehr nach Quark als der von Sojade. Mhm. Aber es war einfach sau eklig von dieser Intensität an Masse, die du mir dann ins Maul geschoben hast. Da kann ich nur sagen, das wäre nicht zum ersten Mal. Aber... Entschuldigung. Also das Ding ist... Das ist auf jeden Fall sehr widerlich. Ich sehe gerade die Eltern zu Hause, die ihren Kindern erklären müssen, was du damit meintest. Ich meine damit, ich habe öfter schon diesen Joghurt. Machen wir uns nichts vor, du meintest auf einfach jeden massiven Fall. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit der Nummer. Das ist, was gibt es für eine Note? Ich bleibe im positiven Bereich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, es ist eine 4. Bei mir ist eine 2. Ja, eine 3. Eine 3. Ich muss ehrlich sagen, für mich das Top-Produkt ist immer noch der Cashew-Joghurt von Alnatura. Der ist wirklich das schlimmste Produkt. Also wirklich das ekelhafteste, was wir bisher getestet haben. Ja, komm, ich glaube, wir haben noch was im Kühlschrank. Okay, Mund auf. Was für... Das kann man... Das kann ich... Ich habe das vergessen, dass wir dieses fermentierte Soja-Scheißzeug bestellt haben. So schlimm? Du weißt, ich bin wirklich, ich kann wirklich viel ab. Nee, das kannst du überhaupt nicht. Du probierst das jetzt. Boah, Leute, das stinkt einfach nach Tod. Das ist das Allerschlimmste, was ich hier gegessen habe, glaube ich. Echt, minus 10 ist das. Boah. 18. Januar 2020 gültig. Ich habe echt Angst. Das ist eine 10. Bitte, mach das bitte. Vernimm. Boah. Vor allem, das geht nicht mehr. Der Geschmack geht nicht aus dem Mund raus. Der geht nicht aus dem Mund raus. Der f***t dich. Wofür? Boah. In Gottes Namen. Digga. Wofür benutzt man das? Boah, das ist... Das geht nicht. Okay, das schmeckt einfach nach Tod. Alter, das geht nicht aus meinem Mund raus. Oh. Mach mal so. Nee. Das geht nicht weg. Okay, ernsthaft? Ich übertreibe minus gerade 10. Wirklich nicht. Minus 10. Das ist 10. Wirklich minus 10. Das ist das schlimmste Produkt der Welt. Wer weißt benutzt du was? Das? Ich frage mich gerade, ob Alnatura jetzt gerade denkt, oh, machen wir einen Joghurt raus. Boah. Das stinkt so doll. Das geht nicht mehr aus meinem Mund raus. Ich habe auch gerade so kleine... Boah, aber ist das, ob das vielleicht beim Transport... Wir haben das nämlich, müssen wir zugeben, das bestellt. Das muss Atommüll sein. Wir haben es bestellt, weil das gab es nirgendwo zu kaufen. Wir wollten einfach nochmal ein Produkt haben, was ihr uns empfohlen hattet. Und ich frage mich gerade, ob das auf... Oh. In Gottes Namen, das ist wirklich absolut widerlich. Kommt doch immer wieder hoch. Boah, ist das widerlich, ey. Endlich mal ein gutes Produkt, ja, schon wirklich. Boah. Ich schwöre dir, damit habe ich nicht gerechnet, dass es so schlimm ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schlimm ist. Ich habe jetzt was richtig Feines für dich. Richtig was Feines. Gourmet. So. Bon. Fühlst du dich bereit? Oui.
Also ich gehe davon aus, da ich jetzt die ganze Zeit Brustgeräusche gehört habe, dass das was Warmes ist, also bitte verbrenn mir mein Maul nicht. Ja, versprochen. Wie willst du mir das denn versprechen? Hast du es getestet jetzt oder was? Nee. Jetzt sagen alle, Gordon ist ein Lügner. Was kannst du machen, das ist nicht so groß, das Stück diesmal. Es ist mega schön, Sachen zu probieren, wenn man nicht weiß. Was ist das? Was glaubst du? Boah, also es ist tatsächlich nicht schlecht, muss ich sagen. Am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, Konsistenz mega strange. Mhm. So ein bisschen bröselig, schmeckt wie ein... Gibst du mir noch mal ein Stück? Klar. Ist ganz schwer zu sagen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, muss ich sagen. Finde ich auch ganz cool. Ist ein bisschen fishy, oder? Also ich wollte gerade sagen, das hat von der Konsistenz hat so ein bisschen was von so einem Fischfilet. Aber der Geschmack erinnert mich eher an so Richtung Beyond Meat, aber nicht so gut. Ja, fasst, glaube ich, gut zusammen. Es ist schon weg. Es ist Lachs gewesen. Oh. Gutes Produkt. 6 nicht, Punkte. Nicht schlecht. Also, wäre ich überrascht. Also, 5 Punkte. Ich muss ehrlich sagen, es ist kein Produkt, wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, ich mache Fisch, also ich mache veganen Fisch und diese Person ist nicht vegan, ich würde es, glaube ich, nicht machen. Nee. Weil es einfach strange ist. Es schmeckt einfach nicht nach Lachs. So, guck mal, ich habe dir Lachs gemacht, zum Vegan. Ja, kann sein, schmeckt auch nicht nach Lachs. Nee. Aber es geht in eine Richtung. Aber you know what? Ich würde den Rest jetzt auch noch schnabulieren davon. Würde ich auch machen. Was gibt's dir denn jetzt? Sag nochmal. Eine 6. Dann ist es 5,5. Das lass uns mal kurz zusammenfassen. Also man muss nicht viel zusammenfassen. Dieses Produkt, das du da irgendwie, was du da angekarrt hast, ist das allerwiderlichste, was ich in meinem Leben probiert habe. Also ich glaube, was krass ist einfach, wir haben eben festgestellt, dass wir das absolut ekelhafteste vegane Produkt aller Zeiten entdeckt haben bisher. Natürlich können wir an der Stelle wieder nur sagen, please challenge us, also wir challengen euch, dass ihr uns challenged. Ganz ehrlich, ich sag's euch, unmöglich, dass irgendjemand was irgendwie auskennt. Kann nicht sein. Also, und es gilt natürlich jetzt nicht, irgendwelche vergammelten Sachen zu nehmen. Wobei, das schmeckt vergammelt. Es schmeckt einfach komplett vergammelt. Aber ich schwöre euch, ihr habt keine Ahnung, ihr habt wirklich keine Ahnung, wie widerlich das ist. Es schmeckt einfach, als hätte einem jemand ich würde es so beschreiben, jemand hat eine Schuhsohle gegessen, die verdaut, wieder ausgekotzt danach und dann eine Woche im Kühlschrank stehen lassen und das mir dann in den Maul gerammt. Wirklich? Glaube ich nicht. Doch. Weißt du, wie heißt diese Krankheit, wenn du so Löcher hast in der Haut und so große Löcher, die so ein bisschen faulig aussehen? Lepra? Nennen wir es Lepra. Wenn du diese Haut nimmst und also quasi die Kruste abschneidest, ja, und es dir dann auf die Zunge rauflegst und du beißt, so schmeckt's. Frage. Bitte nicht. Tatsächlich auch eine Frage. Woher war, also wie... Ist doch einfach, manchmal ist es so, man muss, meine Mutter hat immer gesagt, man muss sich auch interessant machen. Ich möchte darauf nicht antworten. Man muss sich interessant machen. Das heißt, würdest du von dir behaupten, du hast schon mal an Wunden geknabbert von anderen Menschen? Ich würde das jetzt nicht verneinen. Okay. Ist das gut? Das macht dich auf jeden Fall interessant. Das macht dich voll interessant. Willst du wissen, wie es schmeckt? Das macht vor allem, es leuchtet nochmal ein Licht auf deinen Charakter. Wieso? Ist das was Positives? Ich kann das gerade nicht einordnen. Das war gerade Ironie. Also nicht? Nee. Leute, wie hat euch dieses Video gefallen? Falls ihr mehr von diesem Gold-Content haben wollt, dann müsst ihr hier auch mal einen Daumen nach oben da lassen, weil ich sehe immer 1000 Millionen Leute gucken die Videos, keine Likes. Mögt ihr die Videos nicht? Ich verstehe es nicht. Wie soll ich das dann wissen? Magst du die Videos? Das ist echt seit langer Zeit Frage ist, ob ich... YouTube eigentlich umsonst? Nein, scheinbar nicht. Kann nicht sein. Weil dann würde jeder nämlich einfach ein Abo da lassen und auch mal ein Like machen. Ich glaube, es ist wirklich umsonst. Das kann doch nicht sein. Willst du mich für dumm verkaufen oder was? Aber ich meine, was kostet das? 100 Euro im Monat? Du bist so ein arrogantes, reiches, verwöhntes YouTuber. Das stimmt doch gar nicht. Wir verdienen hier gar kein Geld. 100 Euro im Monat für YouTube. Als ob. Ja, okay. Weil Gordon einfach so ist. So. Das stimmt doch gar nicht. Euro im Monat. Du weißt, Ayosha, du weißt, wie es um unsere Finanzen aussieht. Du weißt, dass es auch viel Geld kostet, diese ganzen Private Jets. Ja, dein Tesla abzubezahlen. Und die ganzen Teslis. Tesletten. Tesletten. Das war's von uns. Also, Leute, toll. Einfach toll. Liebe Leute, fühlt euch geküsst. Tschüss.